Gut, ich fange einfach schon mal an zu reden. Vielleicht kommt dann von draußen wieder langsam rein, weil wir meine Engelsstimme von hier drin nach draußen schreien hören. Ich kann ja auch mal was sagen, also ich habe gesehen. Ja, danke. Keiner. Die nächste Band, die jetzt spielt, ist Lastoria. Und damit wir auch mal hören und dieser Band auch zuhören können, hören wir jetzt mir mal wieder zu. Dankeschön. Gut. Ich habe jemanden noch vergessen, jemandem Dank zu sagen. Das ist nämlich Stefan, der hier vorne sitzt. Der macht heute Abend die Bilder. Danke, Stefan. Und ich habe mich am Anfang so gefragt, als ich gefragt habe, okay, möchtest du hier moderieren? Ja, David, wie kannst du dich eigentlich vorbereiten? Hab dann alle Künstler erstmal gegoogelt. Und gerade bei Lastoria fand ich ein YouTube-Video sehr, sehr spannend. Da saß nämlich der Leadsänger und auch Pianist an einem großen Klavier, einem großen Piano in der Kirche und hatte da eben gespielt und habe ich gedacht, oh krass, geiler Typ, Lastoria, ein Künstler, krasser Pianospieler, krasser Sänger. Jetzt kamen sie her, dann waren es auf einmal vier und ich bin nur noch einer. Und da stehen sie schon und quatschen noch ein bisschen, ja, bereiten sich vor. Und sie machen Musik über den postmodernen Menschen, habe ich mir sagen lassen. Und ich finde, das kann man auch ein bisschen raushören. Die Musik ist, man könnte es vielleicht als melancholisch beschreiben, aber drückt auch einfach so ein bisschen dieses Lebensgefühl aus, okay, ich weiß nicht ganz, wo ich hin soll und ich habe so viele Möglichkeiten, aber ich weiß nicht, welche ich davon wirklich ergreifen kann. Mit diesen tiefsinnigen Worten möchte ich dann an Lastoria abgeben. Ich freue mich sehr auf Sie, also ich glaube, mein Geschmack haben Sie jetzt schon getroffen. Ich habe den Soundtrack schon mitgehört und ja, ich freue mich auf euch. Vielen Dank. Nette Vorstellung. Ja, das klingt so, als wären wir die Ultra-Akademiker. Wir sind auch alle Studenten, aber wollen die Latte mal nicht so hoch hängen. Ja, ich sag auch gar nichts mehr. Wir legen einfach direkt los. Bodo. Nein, alles in Ordnung. Ich stelle mir das alles rein. Dankeschön. Slipping and tired of town. The more I try, the more
like the end of something I don't know. Where is this place I used to call my home? What if I'd stay? If I'd stay. If I'd stay. Dieser Laden hier, der erinnert mich so ein bisschen an das Jugendzentrum, wo ich früher so als 14-jähriger Langhaariger mit einem Nirvana-T-Shirt irgendwie meine ersten Punk-Konzerte besucht habe. Und so, weckt auf jeden Fall ein paar nette Erinnerungen. Geil, also werde ich ein bisschen was teilen. Und das so hoch im Norden. Für mich im Norden. Der nächste Song heißt Walls und hat nichts mit Donald Trump zu tun, wobei ich weiß nicht, irgendwie könnte man diese Verbindung noch ziehen. Never stay, never
Gitarre. Alles okay bei euch? Pop-Sound her, sitzt ihr gut, sitzt ihr bequem? Ist euch warm, ist euch kalt? Seid ihr versorgt? Trinkt ihr Bier? Ja. Das soll so sein. Kim, ich stelle jetzt mal kurz einen anderen Sound an meinem. Hier wurde vorhin mal Keyboard gesagt und ich habe mich voll auf den Schlips getreten gefühlt, als jemand gesagt wurde: Hier, der Keyboarder muss mal an sein Instrument gehen und so. Und dann habe ich jetzt gedacht: Man, eigentlich ist es auch ziemlich eitel. So, wenn man, na, ist auch egal, ich brauche gerade einfach nur einen anderen Sound. Ich höre auf zu. Ich wollte, dass ihr alle Mikrofone habt. Ja. Hey. Leute, meine Band, deine tolle Band. Alex habe ich gerade schon vorgestellt. Lukas am Bass, Fogo, ich hätte das nicht nur eingewoben, aber. Lass mich nicht so reden, wenn ich mir jemanden abhaspel. Gut, dass die Stimmung so gut ist. Der nächste Song ist ziemlich traurig. Das sind eigentlich alle meine Lieder. Oh, Busch, scheiße. Das Song heißt Go Boy. I think you are like breakers crash on the rocky coast of a damaged land. Feel your strength coming out in waves. You better slow down before it breaks. You're stuck in a room where the black walls coming closer. The sound of the streets go through you like a roller coaster. There's a feeling you can't shake, and if you try, out of words and getting knotted in your mind. Could I go by as easy as you take a look in the sky? Could I go by? It's tragic, you'll never try. Shoulders and the mind skipping as fast as a roller coaster. There's a feeling you can't shape, and if you try, you're bursting out in tears. It seems you'll never stop to cry. Told you so, but my dear friend, you are the slow for the race you started long ago. Hate to say I told you so, but my dear friend, you are the slow for the race you started long ago. You are too slow for the rest.
jetzt haben wir die Stimmung gedrückt. Ich komme ja eigentlich aus Paderborn und Alex auch, der spielt da. Sind gestern extra schon ein bisschen früher hierher gekommen, weil wir nicht so oft zum Proben kommen und wollten das mal ein bisschen auffrischen. Ich habe echt Schiss gehabt, dass mir die Stimme heute weg. Aber noch geht alles gut, noch geht alles sehr gut. Ja, ich muss mir jetzt keine bessere Ansage eingefallen. Ich muss das irgendwie ein bisschen überbrücken. Jetzt wollte ich auch mal was zu dem Song sagen. Also, man kann auch mal was zu dem Song dann sagen, aber was geht jetzt so? Egal. Also, der nächste Song handelt von einem Mädchen, das auszog, irgendwas zu finden, was sie zufrieden stimmt, was sie glücklich stimmt. Aber außer ein paar schlechten Angewohnheiten und der Erkenntnis, dass die Zeit ziemlich schnell vergeht, hat sie nichts gefunden. Und daraus ist ein Lied entstanden, das heißt, etwas pathetisch, vielleicht Sad Song for the Night. Und geht ungefähr so. Deswegen glaube ich, dass
Wie sieht denn das so zeittechnisch aus? Weiterspielen. Weiterspielen, ja, wir hätten, ja. Ich würde eigentlich ganz gerne was ganz am Schluss machen. Wollen wir vielleicht eins einschieben noch? Also wir hätten jetzt noch so zwei, drei Songs. Dann wird das jetzt ein romantisches Duett zwischen mir und dem lieben Alex. Und, macht euch auf Gänsehaut gefasst, der wird mit seinen Zauberhänden dieser Gitarre wundervolle Klinge entlocken. Das ist eigentlich immer die gleiche Geschichte bei diesem Song, was ich selber einfach so witzig finde. Du musst gleich liefern, mein Junge. Als ich den Song das erste Mal live gespielt, also ich habe den Song zu Hause geschrieben bei meinen Eltern, übel so richtig romantisch, richtig kitschig romantisch. Und ich habe diese Anekdote dann ein bisschen aufgebauscht erzählt, als ich ihn das erste Mal live gespielt habe. Mein Vater stand im Publikum, mein Vater war der am lautesten gelacht hat. Und das hat mich irgendwie, das hat mich nachhaltig geprägt. Aber irgendwie erzähle ich diese Geschichte trotzdem immer ganz gerne. Ja, der Song selber hat tatsächlich in irgendeiner Form von Erinnerungen an die Kindheit. Siehst du, das passiert, wenn man pathetisch werden will. Man war es mit sich. Der nächste Song heißt Bizarre Visions of a Youth. Sit down and talk to